Hallo, mein Name ist Tanja. Herzlich willkommen zu den Videos zum Flächeninhalt des Rechtecks. In diesem Video lernst du, wie man den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnet und in welcher Einheit man die Größe von Flächen überhaupt angibt. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, ist ein Rechteck ein Viereck mit vier rechten Winkeln. Die einander gegenüberliegenden Seiten sind beim Rechteck parallel und gleich lang. Üblicherweise bezeichnet man die Längen der Seiten mit klein a und klein b. Vielleicht kennst du aber auch andere Bezeichnungen. Der hier gelb eingefärbte Bereich ist der Flächeninhalt dieses Rechtecks. Der Flächeninhalt wird mit groß A bezeichnet. Nun habe ich auch schon die erste Aufgabe für dich. Findest du in deinem Zimmer drei rechteckige Flächen? Immer wenn du dieses Symbol hier siehst, bitte ich dich, das Video kurz anzuhalten und die Aufgabe zu lösen. Oder das zumindest zu versuchen. Halte also bitte jetzt das Video an und mache dich auf die Suche. Ich hoffe, du warst auf der Suche nach rechteckigen Flächen genauso erfolgreich wie ich. Ich habe ein Urlaubsfoto, eine Tafel Schokolade und ein Post-it gefunden. Die Länge klein a und die Breite klein b kann ich ganz leicht mit einem Lineal abmessen. Ich mache das jetzt für das gelbe Post-it her. Es ist 4 cm lang und 5 cm breit. Werden Länge und Breite, wie hier in Zentimeter gemessen, misst man die Fläche, hier gelb, in Quadratzentimeter. Ein Quadratzentimeter ist der Flächeninhalt eines Quadrats mit 1 cm Seitenlänge. Will ich also den Flächeninhalt des gelben Rechtecks wissen, muss ich abzählen, wie oft ein Quadratzentimeter in der Fläche des Rechtecks enthalten ist. Dieses gelbe Rechteck enthält 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, also 20 kleine Quadrate. Der Flächeninhalt beträgt also 20 Quadratzentimeter. Den Flächeninhalt eines Rechtecks allgemein berechnet man also, indem man die Länge des Rechtecks mit der Breite des Rechtecks multipliziert. Kurz kann man das so anschreiben. Groß A für den Flächeninhalt ist gleich klein a mal klein b. Super! Jetzt wissen wir also schon, wie man den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnet. Aber in welcher Einheit gibt man die Größe von Flächen an? Je nachdem, ob man die Längen in Millimeter, Zentimeter, Dezimeter, Meter oder Kilometer gemessen hat, gibt man den Flächeninhalt in Quadratmillimeter, Quadratzentimeter, Quadratdezimeter, Quadratmeter, A, Hektar oder Quadratkilometer an. Mehr dazu erfährst du in den Videos zu den Flächenmaßen. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Video.